Tja, moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Spezialvideo. Diesmal ist der Mike dabei und er stellt uns seine spezielle Ausrüstung vor. Wir machen heute ein bisschen was zum Thema Erste Hilfe klein, Erste Hilfe groß. Heute unser Thema eigentlich mal Erste Hilfe. Was nehme ich mit, für was, wenn ich unterwegs bin? Ihr habt sie alle schon mal gesehen. Gibt es auch noch ein bisschen kleiner für Fahrradzubehör und Co. Ein kleines Erste-Hilfe-Set sollte man immer für sich dabei haben, wenn man unterwegs ist. Das Einfachste, was man machen kann, bau dir das, was du brauchst, für dich persönlich alleine selber zusammen. Ich habe hier mal so ein bisschen was eingeschweißt, was für mich sehr hilfreich ist, wenn ich alleine unterwegs bin. Ich habe da Kompressen drin. Ich habe da Verbandpäckchen drin, eine Mullbinde drin und ein Dreiecktuch. Allerdings hier noch ein neues reingepackt, um es mal zu testen. Das ist aus Fließstoff, finde ich nicht so schön. Warum wir Baumwolle bevorzugen als Dreiecktuch, da komme ich nachher noch mal kurz drauf. In so einem kleinen Erste-Hilfe-Paket ist eigentlich alles drin, was du unterwegs im Wald, zum Wandern, zum kleinen Campingtour, wir fahren mit dem Fahrrad los, dabei haben solltest. Nicht, weil dir unbedingt was passiert, sondern die, die dich begleiten oder du auf einen Unfall zukommst. Das haben wir ja sehr häufig in Deutschland. Das meiste, was man draußen braucht, wenn man hantiert und nicht aufpasst, ist, wir schneiden uns in den Finger. Also so ein Pflasterset sollte immer gut dabei sein. Ansonsten habt ihr hier so viele Teile drin. Eine ganz lange Latte. Inklusive natürlich immer einer Erste-Hilfe-Anleitung. Diverse Binden, Klebeband, Verbandpäckchen, Wundauflagen, nochmal Pflaster, also Wundschnellverband nennt man das ja eigentlich. Zum Fingerverbinden, zum Zuschneiden für die Größe, die man braucht, machen wir nachher auch nochmal. Natürlich Handschuhe, eine kleine Schere, ist alles dabei. Für euch und eure Lieben immer ganz wichtig. Ich gehe oft mit anderen Leuten los und dementsprechend habe ich mir mal eine Erste-Hilfe-Tasche selber zusammengestellt für die Bedürfnisse, für mich im Wald unterwegs zu sein. Nennt sich eigentlich IFAK. Nun ist mein Englisch nicht das Beste, aber individuelles Erste-Hilfe-Set, Individual First Aid Kit auf Englisch. Macht man auf, hat drei große Taschen und tatsächlich das, was ich am häufigsten brauche im Wald, klar. Jeder schneidet sich mal kurz, hat die Handschuhe nicht an, wenn er Farn abzieht, dann muss man ein bisschen Pflaster kleben. Was wir sehr häufig ja haben in einigen Wäldern, das ist ja Ungetier, was wir nicht mögen, wo man sich dann auch abends mal gerne ein bisschen absucht. Das wäre das Thema Zecke. Für Zecken gibt es Zeckenkarten in verschiedenen Ausführungen. Das hier ist jetzt mal eine dreieckige für kleine Zecken, für große Zecken. Und nochmal eine Lupe. Die Lupe finde ich auch sehr gut, um kleine Splitter zu finden und sich besser angucken zu können. Es gibt diese Standard-Zeckenzangen. Hat auch fast schon jeder mal gesehen, aber gut, wenn sie mit sind, denn Zecken sollten so schnell wie möglich raus aus dem Körper. Dann macht ihr um den Zeckenbiss natürlich mit einem Kugelschreiber oder einem anderen Stift einen Kreis, damit man sieht, dass sich die Entzündung nicht ausbreitet und versorgt es ein bisschen schön. Natürlich. Eine Splitterpinzette gehört auf jeden Fall in das Waldset, wenn ihr draußen unterwegs seid. Dann passieren so Kleinigkeiten am Feuer. Man bedenkt nicht, dass seine Ausrüstung heiß ist, dass der Topf heiß ist, dass die Bratpfanne vielleicht ein bisschen zu heiß geworden ist in der Feuerstelle und man verbrennt sich leicht. Dafür gibt es so kleine Tüten, ist ein Brandgel drin. Steht drauf Water Gel, kühl, schmerzlindernd, feuchtigkeitsspendend, das ist auch desinfizierend. Natürlich macht ihr erst immer ein bisschen mit Wasser. Man sollte so ungefähr 10 Minuten auch ein bisschen mit kühlem Wasser seine Brandwunde, seine kleine wohlgemerkt, versorgen. Und dann kann man mit diesem Gel eine sehr schöne Wundversorgung machen, ohne dass es sich entzündet. Lohnt sich auch immer dabei zu haben, wenn man nicht gleich wieder nach Hause möchte. Was ich noch immer mit dabei habe, weil es auch oft vorkommt am Lagerfeuer, Funkenflug. Funkenflug von uns kennt jeder oder wenn die Kinder spätestens mal mit ihrem Stöckchen drin rumfuchteln und dann brennt der und dann heben sie es raus.
Ich habe hier Natriumchlorid dabei, das ist eine Kochsalzlösung, steril. Man kann das auch als reines Wasser kaufen, als Aquadest und Co. Damit kann man dann auch mal ein Auge ausspülen, man kann einen Tupfer nass machen für die kleine Brandwunde. Dann hat man immer ein bisschen was dabei. Schnittwunden. Schnittwunden passieren immer an den Stellen, die man nicht haben will. Ihr kennt das alle. Nahe den Gelenken, das heißt, wenn da nur der Wundschnellverband drum ist, das Pflaster. Da ist immer Bewegung drin, das Pflaster geht ab. Total doof. Es gibt sogenannte Kohäsivbinden, selbstverschweißende Binden. Die kriegt ihr in diversen Drogerien, darf ich keine Marken nennen, kriegt ihr die für ein Abel und ein Ei gekauft. Und die sind richtig super. Denn wenn ihr euer Wundschnellverband da drauf habt und den gesamten Finger einmal einpackt, erstens, es verschweißt sich von selber. Ihr braucht kein Klebeband zusätzlich. Es wird ein bisschen Druck aufgebaut, je nachdem, wie eng ihr wickelt. Das stoppt die Blutung zusätzlich und der Finger ist ruhig gestellt. Ihr habt dann also nicht mehr so das große Bewegen und die Wunde geht wieder auf. Ein schöner, großer Vorteil. Das mal als kurzen Ausschnitt zum Thema kleine Finger und kleine Wunden. Natürlich sind auch große Sachen dabei, vernünftige Verbandpäckchen. Verbandpäckchen zum Unterschied zur Mullbinde habt ihr vielleicht schon mal gewusst. Ich erzähle es gerne nochmal. Ein Verbandpäckchen ist im Prinzip eine elastische Mullbinde mit einer sterilen Wundauflage. Im Gegensatz zur normalen Mullbinde, die ist nämlich nicht steril eingeschweißt. Kann man dann größere Verletzungen gut mit versorgen. Und mit einem Verbandpäckchen, Mullbinde und Kompressen könnt ihr natürlich auch Druckverbände machen. Wenn wir draußen in der Natur unterwegs sind und wir rennen ja nicht gleich wegen jedem bisschen nach Hause, eine Wunde sollten wir natürlich auch immer versuchen, ein bisschen keimfrei zu machen. Dafür gibt es Wunddesinfektionsmittel und bitte nicht zu verwechseln mit Händedesinfektionsmittel oder medizinischen Desinfektionsmitteln, womit man die Haut reinigt, bevor man zum Beispiel ein Tattoo stechen will oder eine Infusion legen möchte, sondern tatsächlich ein Wunddesinfektionsmittel. Die sind meistens farblos, schmerzlos, lassen sich hervorragend anwenden, sollte dabei sein. Zum Thema Eigenschutz, natürlich, wie sollte es anders sein? Kauft euch mal so einen Satz Handschuhe in der Größe, die ihr braucht. Also diese Hände hier mögen nicht so gerne L-Handschuhe. Ich mag dann doch lieber XL. Und die packt man sich natürlich zusätzlich mit in sein Equipment. Für seine Touren, wenn man lange unterwegs ist. Und natürlich nicht nur ein Paar, sondern tatsächlich, wenn ich mit Leuten draußen bin, ich habe auch immer ein paar mehr mit. Und wenn es doll regnet oder dergleichen, kann man, wenn der Finger verletzt war, mit einem Handschuh natürlich auch noch drüber ziehen, damit der Verband nicht durchweicht, hat die Hand vernünftig eingepackt. Und wenn das so doll ist, dann gehen wir sowieso nach Hause. Dreiecktuch. Mit einem Dreiecktuch kann man viele Verbände improvisieren, nachdem die Wunde ja steril versorgt worden ist. Ob es zum Halten des Armes ist, weil man dumm gefallen ist und einem der Arm schmerzt, ob man damit tatsächlich einen Ellbogenverband macht, einen Handverband, Fußverband, jemanden aus dem Wald raustragen möchte. Alles ist möglich mit einem Dreiecktuch. Die neuen Dreiecktücher sind leider aus Fließstoff. So richtig Kraftanstrengung halten die nicht mehr aus. Für den Outdoor-Bereich empfehle ich tatsächlich immer, besorgt euch Baumwoll-Dreiecktücher. Da gibt es zig Videos von auf YouTube im Internet, warum Baumwoll-Dreiecktücher besser sind und was man alles schön mitmachen kann. Und nicht nur, weil man sich damit auch noch schnell einen Schlips improvisieren könnte. Auch in jedem Rucksack, egal womit ihr rumlauft, nehmt eine zusätzliche Rettungsdecke mit. Ich habe auch immer ganz gerne zwei. Weil wenn der Waldboden nass ist, habe ich schon mal einen Nässeschutz für meinen Verunfallten. Und ich habe noch eine Rettungsdecke, um ihn einzupacken, um Wärmehalt zu machen. Wärmehalt ist sehr wichtig. Und denkt bei der richtigen Zeit dran, wenn die Verletzung so groß ist, setzt rechtzeitig einen Notruf ab. Für Leute, die zum Wandern gerne unterwegs sind, in komischen
unebenem Gelände unterwegs sind und wissen, da könnte mal jemand aus der Gruppe umknicken und dergleichen, gibt es sogenannte Schienen, sogenannte Samsplint-Schienen und wie sie nicht alle heißen, von verschiedenen Herstellern, ist ein Schaumstoff. Da drin ist so Art Aluminium, das kann man knicken, anformen, damit kann man Gelenke stilllegen. Zum Beispiel der Fuß, der umgeknickt ist, kommt rein. Ich kann Handgelenk einpacken, ich kann damit den Unterarm schienen. Das hier ist jetzt eine kleine kurze für Kids. Bei den Erwachsenen, die ist noch ein kleines Stückchen länger. Kann man dann auch individuell für das, was man machen möchte, sich sein Erste-Hilfe-Set zurechtstellen und zurechtpacken. Und wenn man unterwegs ist und ihr wisst, es kommt Regen, eine wasserdichte Verpackung. Auch immer ganz, ganz wichtig. Deswegen auch individuell, packt es so zusammen, wie ihr für eure Bedürfnisse nach draußen wollt und mit wem ihr raus wollt. Schnitt.